Allerdings pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hasst es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Ja, und somit herzlich willkommen hier bei Mirror's Edge. Nun ist es soweit, endlich hier auf dem Kanal. Das Spiel kommt. Ich habe mich lange davor gedrückt und hab's mal etwas angespielt, aber jetzt kommt die Zeit, dass ich das Ganze jetzt mal durchspiele. Die Runner Vision zeigt dir Bewegungs- und Interaktionsmöglichkeiten an. Halte die Augen nach roten Objekten offen. Und das Spiel ist ja nicht mehr gerade so das Neueste. Und das merkt man auch ein bisschen bei der Grafik. Da ich da ziemlich Probleme hatte, die Grafikeinstellung auf 2K einzustellen. Deshalb sind wir jetzt hier halt nur auf HD. Aber es sollte trotzdem gehen. Hi Faith, willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Folge Celeste. Ich muss jetzt sagen, das Spiel hat eigentlich ein cooles Konzept und sieht zudem auch noch eigentlich ziemlich cool aus. Ups. Mit dem ganzen weißen und roten und auch blauen und gelben Farben. Was das Ganze etwas steril macht, aber eben auch etwas interessanter, würde ich sagen, als einfach eine normale Stadt zu nehmen. Und die Parkour-Möglichkeiten hier sind wirklich ja, en masse vorhanden, wie man sieht. Ich bin vielleicht nicht unbedingt für Parkour geeignet. So, jetzt aber. Wo ist sie hin? So. Sorry. Leicht verpeilt. Und wahrscheinlich werde ich ein paar Mal fehlen, da das Ganze manchmal etwas schwieriger sein kann. In diesen ganzen Parkour-Moves. Zum Beispiel schon hier. Leertaste, Q, Leertaste. Drücke schnell auf Leertaste, Q, Leertaste, um hier hochzukommen. Wallrun, Drehung, Sprung,
ist eine extrem nützliche Move-Kombination. Okay. Sieht schon beeindruckend aus. Jetzt kommt die Seilrutsche. Das finde ich ja ziemlich nice. Auch wenn das ein bisschen unmöglich wäre, aber okay. Lassen wir mal. Ups. Das war ein bisschen zu spät. Man muss natürlich die Fallrichtung mit einberechnen. Ja, habe ich natürlich nicht gemacht. Oh Mann, ich brauche wirklich wieder Training, wie es aussieht. Gut. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt aber. Ja. So, ich muss die Beine einziehen. Halte Shift links fest, um dich in der Luft zusammenzurollen und somit klein zu machen. Okay. I see. Das kann mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, dass ich hier irgendwie was falsch mache. Eigentlich nicht. Kombiniere verschiedene Bewegungs- und Angriffskombinationen, um im Kampf noch effektiver zu werden. Okay, wenn die Waffe rot wird. Zeitlupeneffekt haben wir also auch. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, ich bin noch nicht so sag weit. Mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Ciao.